Genug Mana. Ja! Oh mein Gott! Eine Mantikugel gekillt. Das interessiert mich nicht! Das interessiert mich echt überhaupt nicht! Ich brauche mehr Mana. Ich habe nichts mehr. Nimm dir doch Mana, Junge! Direkt jetzt ab, da kenne ich keine Gnade. Ich habe wenig Mana. Du hast nicht wenig Mana, das zu machen, was ich sage. Stirb, 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 stirb. Boah, Alter. Gepäck ist voll. Alter, da hab ich jetzt aber direkt in das Vieh reingestellt, hab einfach noch drauf gekloppt wie ein Berserker, ey. What the fuck? Ja, ich tu erstmal das der Katze geben, was wir eh nicht benutzen, und zwar die ganzen Schwerter und so ein Spaß. Alter, wie ich da einfach nur drauf gekloppt hab, wie so ein Besessener, ohne nachzudenken. Oh. Alter, 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 Alter. Alter, 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 Alter. So, hier mal ein bisschen identifizieren, das ist auch nicht identifiziert, das ist auch nicht. Ja, kann die Katze mal wegrennen? Euer Begleiter ist fortgegangen. Ah, hier sind noch ein paar. Okay. Ich stelle aber jetzt wirklich kein Problem mehr für mich da. Hab ja noch meine Fledermäuse, meinen Kobo. Alter, was hier jetzt rumliegt. Ja, komm, bleib doch. Bleib mal. Ich brauche mehr Mana. Ich denke, kein Problem für mich da. Nee, 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 überhaupt nicht. Ich reck hier bloß ab an den Dingern. Okay, ihr scheint jetzt noch eine Menge Gold zu geben für uns. Habe ich gerade gemerkt. Hier nicht? Okay. Hier wieder. Verzierte Truhe, die gucke ich dann gleich an. So, was haben wir hier noch? Schau, ich darf mal gerne durchjumpen und krieg das Gold alles, wollte ich gerade probieren. Geht aber nicht. Okay, wir kriegen eine ganze Menge krasses Zeug dafür. Wir sind einmal gestorben, schade, ich hätte es gerne ohne Tod gekriegt, aber ist echt hart. Wir kamen da gerade nicht raus. Wir hätten es wahrscheinlich ohne Tod geschafft, aber wir kamen da nicht raus aus dem Ding in dem Moment. Und das war's dann auch. Das war's dann auch anscheinend hier mit dem Gold. Jetzt kriegen wir da noch die verzierte Truhe. Ach du Scheiße, was haben wir da jetzt bekommen? Da haben wir ganz viel Druck. Erstmal hier wieder skillen. Wir können jetzt auf 36% hoch, Alter. Wir kriegen das locker auf 50%. Was haben wir hier? Bleiben 17 Sekunden und machen 25% Schaden. Ist natürlich auch krass. Aber 50%ige Chance auf Fledermäuse wäre natürlich jetzt als nächstes erstmal richtig geil. Ich gucke gerade mal, ob wir vielleicht noch was anderes skillen können, damit wir nicht nur das skillen. Wir wollen ja auch ein bisschen was vom Spiel zeigen. Was haben wir denn hier? Dornenwall. Lass ein Wall aus Dornen entstehen, der Feinde näher kommen hindert. 10 Sekunden an. Okay, was haben wir hier? Brennender Sprung. Brennender Sprung ist auch geil eigentlich. Den könnte man mal skillen. Da brauche ich aber den Klefenschwung, glaube ich, vorher. Ich skill mal den Klefenschwung, damit wir den sprengenden Sprung dann vielleicht mit dem Runensprung austauschen können. Weil in Brandstecken ist immer geil. Und dann gehen wir mal zurück zur Oberfläche. Wir haben jetzt den Mantico gekillt. Was die Finks natürlich nicht erwähnt hat, ist, dass das Mantico noch, dass der Mantico noch Weibchen hatte. Natürlich, warum soll die Finks doch erwähnen? Ist ja nur die allmächtige Finks, die alles weiß. Okay. Was haben wir denn hier? Steinschlosspistole der Distanz. Seltene Pistole.
3 Meter mehr Reichweite für Bogen ist für uns momentan aber uninteressant. Also weg damit. What the fuck, was ist das denn? Zeremonielle Set-Gegenstand, seltene Beinkleider. Gesundheit 300. Alter. Dann scheiß auf den Schädel, ganz ehrlich. Alter, what the fuck. 300. Knochenarmbrust umreißend. Ist zweihändig, deswegen nehme ich sie nicht. Der Gürtel ist nicht so gut wie unsere. Nee, das behalte ich. Was haben wir hier? Etwas noch nicht verfügbares. Hier haben wir nochmal eine Arm. Hier haben wir die nochmal. Hier müssen wir nochmal identifizieren beides. Hau ich aber beides weg, weil es nicht zu uns gehört. Den das hau ich auch weg. Dann haben wir hier eine Pistole, sehr hohes Angriffstempo. Leere Sockel. Tausche ich mal aus mit der Steinschlosspistole. Weil die kann man noch, da kann man noch was draufstecken. Da hau ich mal gleich hier. Komm hier einfach den da mal drauf. Bam, Eisblutstein, Eisschaden. Und dann hauen wir das mal weg, hauen wir das mal weg. Und hauen das weg. Schaden von Begleitern und Dienern. Ach ne, wir haben gerade das super Ding an. Nee. Weg damit, die haben wir noch nicht benutzt, deswegen lasse ich die mal noch bei uns. Was haben wir hier? Ist besser als unsere, gell? Dann hau ich das mal weg hier. Ich weiß, da ist viel Geld wegen Verzauberung draufgegangen auf die Rüstung, aber das ist nun mal bei dem Spiel so. Weg damit. Ja, komm, weg damit. So, hier. Nee, was ist das denn? Zweites Teil, jeden alle Schaden um 3%. What the fuck? Na, da muss ich auf jeden Fall. Alter, das sieht sogar voll geil aus. Da muss ich auf jeden Fall leider das dann wegschmeißen. Das tut mir sehr leid. Obwohl, das kann ich ja noch raushauen eventuell, gell? Dann läuft die Katze mal los. Haben wir einen Hiebbegleiter? Ach, jetzt sag mir nicht, der Begleiter kann Zaubersprüche da. Der Begleiter kann Zaubersprüche lernen. Einkaufsliste. Ach lol. Ne, lass mal. Das ist zu teuer. Aha. Interessant. Ultimativer Mana-Trank. Euer Begleiter ist fortgegangen. Na gut. Der Begleiter ist fortgegangen und wir wollen mal unsere Reise fortsetzen. Wir haben jetzt hier alles abgegrast. Wir müssen jetzt also dem nächsten Wächter helfen. Ach nee, wir haben ja hier noch. Haha. Bis Level 29. Wir sind Level. Die möchte ich mir ehrlich gesagt aufheben. Ich habe eine Idee. Und zwar, Moment. Nee, Moment. Momento. Ich habe eine Idee. Es war auch sinnlos. Ich wollte mal was machen. Aber er hat nicht volles Leben, dann okay. Uns müsste ja eigentlich in der Eisgegend noch das Portal fehlen, gell? Deswegen werden wir jetzt mal ganz kurz in die Eisgegend gehen und mal schauen, ob wir das Portal finden. Okay. Wir werden mal ganz kurz in die Eisgegend gehen, schauen, ob wir das Portal finden.
So, Enklave der Esterianer. Eisschlag haben wir gegen zu viel Einfrieren verursacht, dass die Eingriffe wirklich gerne wegen. Interessant, hier müssen wir lang. So, dann müssen wir ganz kurz schauen, ob wir da jetzt eventuell in der Eisgegend noch was finden. Gut, dass ihr es geschafft habt. Ja, ja, also. Hä? Sind die wieder da? Respawn? Die respawnen wirklich! Ist das geil? Okay, ich habe nichts gesagt. Die respawnen nach einer gewissen Weile wahrscheinlich erst. Ist das schön, wir können leveln. Oh, wir können leveln. Oh, wie schön, wir können leveln. Ich guck mal gerade, wir sind beim ersten Balken. Ich schau mal kurz, wie lange das dauert, bis wir was finden. Sogar die Dinger respawnen. Die spawnen dann auch die Höhlen. Du hast großer Mana, nehme ich natürlich mit. Lolololo. Boah, einfach weggeballt, Stabstier. Ah, bringt mir das jetzt irgendwas? Ich habe das Gefühl, dass ich gerade überhaupt kein Level dazu verdiene. Habe das Gefühl, dass ich irgendwie gerade nicht dazu gekommen. Oder wenn, dann wirklich nur sehr, sehr langsam. Denk noch Gold. Also das Gold natürlich, freue ich mich auch über die Items. Das allein lohnt sich schon, das hier alles mitzunehmen nochmal. Hä? Der zeigt mir an, dass ich das hier noch nie erkundet habe. Hä? Speichert der das nicht oder was? Jetzt bin ich aber verwirrt. Speichert der nicht ab, was ich erkundet habe? Ist das vielleicht einfach nur ein Bug, dass das eigentlich gar nicht so sein soll? Weil kann mir keiner erzählen, dass wir nicht waren. So. Mal kurz aufräumen. Das ist ja jetzt doch ein bisschen seltsam. Weil ich meine, wir haben ja auch die... Hier hinten wird es auch angezeigt, wir wären hier nicht gewesen, aber hier haben wir ja auch die Mine. Jetzt will ich mal ganz kurz gucken, ob die eventuell auch neu gesetzt... Ja, okay, alles da. Es wird alles komplett neu gesetzt. Ist das, guck mal hier. Boom, boom, boom. Oh, jetzt will ich aber für das Team ein bisschen verbunden kriegen. Ja. Stelle ich hier keine Level mehr auf? Kann man nicht das was runter? Scheiße. Keine Ahnung. Lolololololololol. Ja, ein paar Eisspinnen. Lolololololol. Letztens habe ich mich darüber aufgeregt. Ne, nicht aufgeregt, aber ich war zumindest seelisch sehr am Boden wegen diesen ganzen Eisspinnen. Jetzt, ja. Lolololololol. Durchschnitze einfach. Ledermüll, also alles, was wir jetzt finden, können wir sowieso verkaufen, von daher. Wir finden eh nichts Spannendes, das heißt, alles, was wir finden, können wir komplett verkaufen. Das ist also eine Menge Pluspunkte. Doch, und wir leveln, aber es geht wirklich sehr schwer voran auf dem Level hier. Oh ja, Winterwitwe. Lululul. Ich stelle mich jetzt einfach stur neben die Wippe und kleide die ab. Stur neben die Wippe. Mit seiner Heilung zwischendrin. Oh, ich habe nicht mehr Mana. Witzig. Interessant und witzig.
wie schnell, wie wenig Punkte ich für die Wippen vor allem bekomme hier. Aber Geld ist das Blut das gleiche. Da macht es keinen großen Unterschied, deswegen interessiert es mich nicht wirklich. Hier haben wir noch ein bisschen was. Kohlebecken. Kohlebecken. So, super. Dann haben wir alles wieder erforscht. Das gefällt mir. Da kann man wirklich ein bisschen leveln. Ist nicht viel, aber es hilft. Könntet ihr mir helfen? Wir haben dir doch schon geholfen, oder? Naja. So, dann haben wir das geschafft. Super. Das gefällt mir. Da können wir auf jeden Fall hier nochmal alles absuchen. Aber ich möchte auf jeden Fall dieses, darum bin ich ja eigentlich gar nicht hier. Das ist zwar gut, dass wir jetzt wissen, dass das geht, aber ich bin ja eigentlich hier...